am stärksten merken das definitiv die Tiere, die sehr intelligent sind, wie zum Beispiel die Affen, die Menschenaffen, aber auch die Papageien. Die reagieren schon sehr stark darauf, dass jetzt auf einmal ja ein Anreiz fehlt. Das wäre wahrscheinlich so ein bisschen so, als würde bei uns zu Hause der Fernseher aus der Wohnung geräumt werden. Denn das war natürlich das Entertainment für die Tiere. Das ist jetzt eigentlich den ganzen Tag so, also dass die Tiere viel mehr schauen, viel mehr gucken, viel mehr beobachten. Und früher hat man sich vielleicht ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt oder mit den Artgenossen hier an dieser Stelle oder mit dem Futter. Und jetzt sind sie immer sehr aufmerksam und gespannt, wenn denn mal jemand vorbeikommt. Also speziell bei den Vögeln in unserem Vogelhaus kann man feststellen, dass die sich jetzt stärker für ihren Partner im Gehege interessieren. Vorher wurden sie von Besuchern öfter mal eher abgelenkt. Von daher könnte es durchaus sein, dass wir einen kleinen Babyboom vielleicht erleben nach der Corona-Krise.